Hallo, liebe Kochfreunde und Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einer kleinen Rezepte-Inspiration, Koch-Inspiration. Ja, wir befinden uns hier natürlich jetzt langsam, aber sicher im Herbst und im Herbst ist immer klar, es geht auf den Oktober zu. Und was haben wir da immer? Na ganz klar, die Bayernwochen in den Geschäften. Und da kriegt man meistens immer recht interessante Geschichten. Und ja, für uns, die am Freitag ja auch immer noch ein bisschen Fleisch essen, das geben wir ja zu. Einmal die Woche dürfen wir. Und ja, da habe ich mir gesagt, starten wir doch einfach mal eine kleine neue Reihe hier. Und zwar Rezepte-Inspiration. Ja, was ich so aus dem Supermarkt mitgenommen habe. Und da seht ihr schon, da haben wir jetzt hier diese Münchner Weißwurst. Ja. Und die gibt es, wie gesagt, wo war das jetzt gewesen? Ich glaube, das müsste Penny gewesen sein, wo wir sie her haben. Und die schmeckt eigentlich auch ganz gut. Dazu gibt es auch noch ein bisschen, ja, hausgemachten süßen Senf, also der bayerische Senf, ne, der ist immer süß. Und dann habe ich mich hier entschieden für dieses Bierchen, wo wir auch noch einen Biertest machen werden, das Distelhäuser Weizen Hell, wobei das übrigens aus Baden-Württemberg kommt. Ja, ich werde euch einfach zeigen, wie es dann aussieht. Wie gesagt, also man kann jetzt auch noch Brezeln zu essen oder so. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich werde ein bisschen Weißbrot nehmen, weil ich habe jetzt halt gerade kein Laugengebäck da. Und ich zeige euch einfach nur den angerichteten Teller, weil zu kochen ist hier wirklich nicht viel. Das hier kommt in Wasserkocher rein und ja, dann ist das eigentlich auch schon fertig. Ist ein kleiner Snack halt, ne? Zum Bier. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, da haben wir es fertig. Die Weißwurst haben wir sozusagen jetzt schön aufgebrüht. Bitte nicht kochen lassen, weil ansonsten platzen sie. So habe ich den Teller angerichtet. Normalerweise, wie gesagt, mit Laugengebäck, also ja, Brezeln oder sowas in der Richtung. Ja, 3 Stück, so wie man es auch bekommt im Bierzelt. Bierchen steht da schon bereit, schön aus der Kühlung. Ja, jetzt kann man es natürlich zuzeln. Das gibt es dann auch die Möglichkeit. Aber das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich sie jetzt hier mal aufgeschnitten. So schaut die aus. Und dann wollen wir auch gleich mal probieren. Schön in den süßen Senf rein. Probieren wir mal. Ja. So wie eine Weißwurst halt schmeckt. Schön kräuterlastig auch. Lecker. Bisschen Kümmel. Schmeckt gut. Aber das natürlich zusammen mit einem leckeren Bier. Da wird jetzt gleich ein Biertest gemacht. Und ja, euch hier viel Spaß mit dieser Inspiration. Ruhig mal die Bayernwoche mitnehmen. Einmal im Jahr im Herbst kann man das mal machen, sage ich immer, ne? Schön saisonmäßig. Euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.